Wir laufen wieder, endlich. Oh mein Gott. Der heutige Alkoholgenuss von Drunken wird gesponsert von Astra Urtyp. Mit Liebe gebraut im Herzen Hamburgs. Das ist auch schön. Dafür kriegst du 15.000 Euro pro Folge, ne? Habe ich gehört. Ja, und einen Kasten Astra. Naja, die 15.000 Euro kann man ja eigentlich vergessen, der Astra-Kasten. Jetzt warst du so lange nicht da. Ja. Und kaum haben wir endlich mal wieder einen Termin gefunden, wo ich dachte, wir können zu viert wieder spielen. Also was heißt wieder, aber mal zum ersten Mal eigentlich zu viert spielen. Da kommt Daniel ins Teamspeak mit krankheitstrunkener Stimme und verkündet, dass er wieder ins Bett muss. War aber schlecht gefaked, oder? Aber hat er nicht so einen Laptop, dass er irgendwie so Krankheitsgesten am Laptop auf Folgen machen kann oder so? Ja, aber er hat bestimmt gestern wieder tierisch gesoffen. Er weicheit rum, möchte man sagen. Und es ist halt dieselbe Geschichte wie damals, als er bei Inharmony gekickt wurde, ne? Einfach ja, genau. Immer zu jedem Raid, 20 Uhr. Zwei Minuten vorm Raid kommt Venian online und sagt, also mir geht's total dreckig. Ich hatte auch eigentlich gedacht, wir raiden morgen, aber ist mir aufgefallen, wir raiden doch heute und ich muss auch jetzt gleich wieder weg. Ah, da muss es ihm ja schon ganz schön dreckig gehen. Ich kenne das nur von mir. Wenn es mir wirklich schlecht geht, dann setze ich mich an den PC und zocke, anstatt dass ich irgendwo weggehe oder so. Ja, er hat geschwollene Lymphknoten und da Venian ja keine Arme hat und mit der Nase lenkt, ist es eher schlecht. Ja, das ist unangenehm beim Face-Rollen, ne? Ja. Was machen wir eigentlich Kreatives? Wir schlagen uns voll, bis wir kleine blaue Punkte vor den Augen haben. Wir schwimmen einfach durch das Wasser und warten, bis einer durch Erschöpfen stirbt. Und dann versucht ihn einer zu retten und stirbt dann dabei auch. Und dann ist das schon mal was. Unspektakulär. Aha. Okay. Was ist denn so das bescheuertste und langweiligste, was man tun könnte? Bestimmt ja, unser Achievement. Mit dem Leroy Jenkins Achievement haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist richtig. Kann man mit 370ern schon Molten Core machen? Ja. Aber nur wenn wir Flüche dispellen können. Ja, kann ich. Könnt ihr beide, ne? Kann ich Flüche dispellen? Also Magie kann ich auf jeden Fall. Was ist denn das andere, was ich da kann? Cleanse Spirit. Kann Flüche, Magie und Gift. Nur keine Krankheit. Sollen wir nach Molten Core gehen? Ja. Aber ohne Venian als Raidleiter ist das halt auch schwierig, ne? Ja. Das müssen wir nur so warnen. Also Molten Core, weiß ich, können wir machen. Passt. Ja, aber denkst du nicht, wir sollten dann auf Venian warten? Er hat die ganze Zeit gewartet, weil er so ein Raiding-Fan ist. Und jetzt, wo wir den ersten Raid machen würden, dann ist er nicht dabei? Sicherlich ist er ein Raiding-Fan, sicherlich nicht von Molten Core. Ich bin mir unsicher, ob das so gut laufen wird. Was mich jetzt 69, nervt. 60, 70, 70. Mich jetzt nervt, dass Venian nicht da ist, damit ich ihn. Dann kann ich ihn nicht fragen zu dem ganzen Drama, was ich so nebenher mitgekriegt habe. Ich habe auch nur nebenher Drama mitbekommen. Es gibt Derbe in die Schnauze, habe ich gehört. Ist das so? Irgendwie, keine Ahnung. Ich habe nur gehört, dass es die Herausforderung, aber das hat nichts mit Venian zu tun, aber auch mit Herrn K. aus S. Und einem Boxkampf. Challenge accepted, sag ich nur. Hat er nun? Haben die jetzt? Wollen die? Nee, ne? Nee, er hat gesagt, er macht Boxkampf, aber nur mit Gesichtsmaske. Und dann hat er aber noch weitere Disziplinen aufgestellt, so Autorennen, Dreikampf, Poker und so ein Kavenz-Männer. Weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, worum es da eigentlich ging. Ich auch nicht. Das ist das, was mich am meisten nervt. Ich hatte dann versucht, die Videos dazu zu gucken, aber es war mir zu langweilig. Ich habe nur das mit der Herausforderung gesehen. Also mit der Herausforderung von der NS aus H. Ja, an der E. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war ja auch kurz genug.
Aber ich höre mir dann ja nicht, also wie es dazu kam, höre ich mir ja nicht an, weil dieser ist auch Wurst. Wir sind ja heute gar nicht im Stream, sonst könnte ich halt jetzt fragen, irgendwie, ob jemand im Stream uns die Geschichte erklären kann. Wir könnten ihn kurz in ins Teamspeak holen. Das geht ja alles wieder nicht, weil Venien wieder irgendwelche Krankheit faked. Das Gute ist ja, oder das Gute an so einer Geschichte ist ja immer, oder was ich immer so faszinierend finde, ist, dass Leute tatsächlich glauben, wenn sie jemanden beleidigen und danach sagen, das meine ich jetzt gar nicht böse, dass das dann automatisch keine Beleidigung mehr ist. Ja, aber das machen ja auch viele so Ja. vorangestellt, ne? Du, Soll jetzt gar du, nicht du, despektieren, pass soll mal jetzt gar auf, nicht, soll jetzt gar nicht, ist nicht bös gemeint, aber ja. deine Freundin ist halt fett und hässlich, ne? Genau. Soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber du kannst nichts. Aber fett und hässlich ist ja so gesehen gar nicht mal falsch, wenn du findest, dass sie fett und hässlich ist. Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen Ehrlichkeit und Unverschämtheit. Das ist richtig. Das ist tatsächlich eins der Kernattribute von jeder Erklärung danach, oder jeder Erklärung oder jeder eine Aussage anderer Leute betreffend, was Herrn K. aus S. angeht, ist irgendwie immer, ich reg mich ja gar nicht auf, aber. Und das finde ich halt ein bisschen, naja, muss er selber wissen. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich fliege jetzt einfach mal. Ich dachte, ich fliege mal zu Onyxia und versuche mal, ob man da noch zu dem Level 60er Onyxia reinkommt. Aber ich denke, das Nein, wird nicht kommt man funktionieren, nicht. ne? Ist ersetzt. Ist Ja. ersetzt. Dachte, ich suche jetzt so nach geheimen Instanzgängen. Ich habe übrigens, wo wir eine Diskussion letztes Mal drüber hatten, als wir gespielt haben, Du Herr. meinst 1843 oder wann wir das letzte Mal gespielt haben? Circa Anfang des 19. Jahrhunderts Richtig. Als wir haben noch wir in uns D-Mark einen unterhalten. WoW-Account Da, da bezahlt hast du haben. gesagt, dann konntest du bestimmt auch mal einen Dank Was? oder sowas. Wir haben uns über Basketball unterhalten und darüber, über groß sein und so. Ja? Und ich habe jetzt überprüft, ich Nein, kann da immer haben wir noch. nicht gespielt, da haben wir uns gegenseitig in Facebook zugespammt, solange bis Venien Ach, reagiert hat. das war in Facebook, genau. Und ich habe es jetzt überprüft, ich kann immer noch. Dank. Ich habe das jetzt nicht überprüft, ob ich das noch kann. Mit 33 und mittlerweile Raucher kann ich immer noch. Ja, Aber dafür nicht brauchst du ja mehr. auch keine Ausdauer. Ja, das stimmt. Eins, zwei, drei, oh, gar nicht mehr. Ja. So, ich habe jetzt alle Schweine totgeklopft, die auf der Farm waren. Ja, hast du wenigstens die Kochquest angenommen? Oder hast du denen jetzt einfach nur die Viecher weggekillt? Ich habe die einfach nur so gekillt. Es gibt eine Kochenquest? Ja, Ja, das das ist ist eine Koch-Daily. weiß ich doch nicht. Ganz andere Frage jetzt mal, ne? Spielst du noch dieses DayZ? Ja, aber jetzt die letzte Woche nicht, aber ansonsten generell schon. Weil ich bin so am Hin und Her überlegen. Mich schrecken momentan noch die 25 Euro für Arma 2 ab. Ja, ist auch viel Asche. Ja, wenn man es nicht so dicke hat wie du, Aber ich hab's ja auch erst gehabt, als ich, nachdem ich die Pfandflaschen im Park gesammelt hatte. damit kann man richtig Geld machen, ich bin Du kannst momentan. aber, glaube ich, auch dir nur dieses das Nein. Add-on holen und die Demo. Ich hab gelesen, dass man dieses Combined Operation Scheißdreck braucht und das kostet in jedem Fall 24, 98 oder 24,99. Selbst wenn du das erste irgendwie irgendwo für einen Zehner schießt, kostet spätestens das erste Add-on irgendwie 15 oder so. Dann kannst du es gleich irgendwie 25 kaufen. Und ich schrecke zurück vor dem Download des Ganzen. Lass mich überlegen, ich glaube aber, das war nicht so unglaublich riesig, oder? Weiß ich gerade nicht. Nicht so unglaublich riesig heißt bei dir wahrscheinlich 2 Gig oder so. Und Nee, nicht ich wie meine, heute. ich habe nicht wie sonst immer irgendwie den ganzen Abend darauf gewartet. Ich habe das damals noch mit der alten Leitung, die ich hatte, gezogen. Das war auch nur 6 Mbit, glaube ich. Oh, ich Auch bin ja jetzt. nur 6 Mbit, so wie meine 1,8. Ja, aber auf jeden Fall keine fette Leitung. Ich bin jetzt umgezogen diese Woche und ich habe Ja. zu Hause noch kein Internet.
Das ist nervig. Das ist echt traurig. UMTS-Stick. Den habe ich dafür. Hier liegen noch sogar. Nee, ich bin gestern auf die Idee gekommen, das wusste ich vorher auch nicht, dass das und vor allen Dingen wie das geht, aber einfach mein Smartphone als Modem zu benutzen und mir keinen UMTS-Stick dafür holen zu müssen. Das ist natürlich auch eine Lösung. Wieder was gespart. Ja. So, wo Money in the Bank. Und so komme ich auf die 25 Euro. Richtig. Es muss auch nicht immer gleich Astra sein. Es gibt auch hier dieses Schloss-Quell-Uhr. Freund. Astra kostet 27er Kasten, kostet 11,99. War nämlich im Angebot. Wie ein 27er? Es gibt 27er Kästen? Ja, weil es keine 30er Kästen mehr gibt, du Knallhans. Früher gab es doch 30er Kästen, Astra und Holsten, Edel. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Gab es aber doch. Warum was gibt es nicht sagen mehr gegen Oettinger? Oettinger? Nicht, dass ich Oettinger trinken würde, aber was gibt's dagegen zu sagen? Dass es schmeckt wie eingeschlafene Füße? Ja, aber was noch? Ich meine, sollen wir mal Instanzen machen oder so? Ja, die Frage ist nur, welche? Wir hatten ja jetzt die beiden, die jetzt offen sind, die Trunken jetzt noch machen könnte, die haben wir ja schon gemacht. Was ist denn jetzt mit Molten Core? Ich dachte, wir wollten Molten Core machen. Ich würde auch gerne Molten Core machen, aber das würde ich, wenn, dann gerne mit Venian machen. Warum? Weil er noch weiß, was die Bosse können, oder was? Etwas leichter ein. Nein, aber ich meine, wenn wir jetzt so lange zusammen gespielt haben und das ja quasi unser erster Raid ist, das dann ohne Venian zu machen, wenn Ashkandi droppt... Ach nee, das ist ja gar nicht ein Molten Core. Nee. Aber der, die Krone der Zerstörung am Ende. Ja, wie wär's denn, wenn wir in die boreanische Tundra gehen und dort erstmal ein paar Quests erledigen? Langweilig. Dass wir schon mal alle. Langweilig, so schwul, nur weil Venian da nicht da ist, musst du jetzt nicht, den wollen wir nicht Questen-Part übernehmen. Also, wenn ich nicht so unsäglich keine Lust hätte, mich nach zu bewegen. nach mich nicht zu generell sehen. Überhaupt zu bewegen. Dann könnten wir Molten Core machen, weil dann würden wir halt auch keine XP bekommen oder wenig XP. So, aber so machen wir jetzt Ragefire. Weil dafür musst du nur unten in die scheiß Grotte reinlaufen. Hallo, bin ich dabei, ja. Das ist, nein, nicht noch... Ragefire, das ist doof. Dann lass uns Molten Core machen. Gibt's bei Ragefire nicht irgendeinen tollen Erfolg? Gibt's nicht eine Abkürzung nach Molten Dings? Gibt's hier nicht so ein Portal nach Blackrock? Ja, du fragst nach Abkürzung, ich weiß ja nicht mal, wie der lange Weg von hier aus geht. Komm, wir melden uns für UBRS an und gehen dann raus aus der Instanz. Ja, aber dann kommen wir wieder. Verdammt. Scheiße. Meinst du nicht, das funktioniert, wenn wir da sterben und uns dann da bei dem Engel vor der Instanz retzen? Ob wir dann nicht. Dann sollten wir doch eigentlich vor der Instanz sein, oder? Nein. Mit 10 Minuten Resttimer. Ja, auf einem. Wie kommt man denn jetzt am dümmsten dahin? Da muss es doch eine Abkürzung geben. Oh. Ja, hat einer von euch vom Braufest diese komische Remote Control? Ja, sicher haben wir die auf Twinks. Ja, dann hol die doch mal mit dem Twink. Nein, ich hab die nicht. Aber ich hab die. Ja, dann lock doch mal auf deinen Heinz da. Oh, Heinz? Necknurt heißt der. Necknuk? Necknurt. Necknurd. Nerd? Okay. Das ist rückwärts für Dranken, ne? Oh Mann, du bist, ey, die kann man nichts vormachen. Nein. Ich bin da ganz früh aufgestanden. Auch. Ja. Jetzt muss ich nur gucken, ob ich die auch dabei hab. Where is it? Where is it now? Anatol Renanor. Ich hab ja auch bald hier. New Brawlfest things, you get new Brawlfest things everywhere. You wanna get it, you got it. Irgendwo? Ach nee. Hier ist sie, ich hab sie. Nee, das ist der Mini-Zap-Controller. Verdammt. Der was? Der Mini-Zap-Controller? Was für ein Mini-Zap? Ich hab ein Mini-Zeppelin. So, lade ich ein. Necknurt. Yeah.
So. Hallo. Ja, was denn? Ich komme jetzt zu dir. Ja, ich stehe hier oben. 119 KHP? Ja. Ist ja jetzt nicht so pralle, ne? Besser als du. Deine Mutter ist nicht so pralle. Mensch, das war jetzt keine Beleidigung. Willst du damit sagen, dass ich nicht so pralle bin? Ich meine, ich bin Bär, ja, ich kann mich aufblüstern oder so. Hier, du kommst jetzt mal hier angetrabt, Klappstuhl, damit du auch mit in den Dings rein kannst. Ja, ich bin auf Hartgas, wo du bist, ja. Ist vorne, ey, und wo kein Schnee kannst du rennen und nicht am Wegrand stehen bleiben und einen Blumen riechen. Ey, die riechen aber manchmal echt gar nicht schlecht, da darfst du echt nichts gegen sagen. Das ist ein wunderschöner Duft. So, Balu, Kopf oder Teil? Was? Kopf oder Teil? Zahl. Sagst du immer, ne? Ja. Ja, Kopf. Tut mir leid. Ja, und nu? Ja, nur so. Oh, toll. An mein Lohorn. So, beide bitte hier Hartgas. Wo wir sind, ist vorne. Brauchen wir da eigentlich nicht eine Pre-Quest für? Quatsch. Tschüss. Müsst mich dann nur gleich porten, ne? Nein. Wie nein? Nein. Na, dann halt nicht. Dann seid eben gemein. Nein, keine Sorge, wir porten dich. Irgendwo hin, wo ich nicht hin will, wahrscheinlich. Mann. So, jetzt schmeiß mal Nick Nord aus der Partei. Ich mach dich einfach zum Leader. Am besten jetzt gerade, wo er offline ist. Wo ist er schon wieder online? So. Und wie porten wir dich? Wie? Ja, erstmal wieder raus. Mit den Gilden dringen. Ja, aber da müssen wir erstmal wieder raus. Das geht nämlich hier drin nicht. Ist das so? Ja. Ist das wirklich so? Wieso ist das so? Ich hab's gerade ausprobiert. Dann müssen wir also erstmal raus. Ja, dann klick doch. Ach nee, geht ja nicht. Ihr seid ja nicht mit Random Innie da drin. Scheißdreck. Soll ich einfach im Berg gehen, alles pullen und wir versuchen so durchzukommen? Mach doch mal. Mach doch mal, Hauptsache Balu stirbt nicht. Das ist richtig. Wo müssen wir überhaupt lang? Ja, hier irgendwo links. Alles im grünen Bereich. Wie meinen? Sei einfach, wenn du Akku hast. Hast du etwa keine Advents, die die anzeigen, wenn Akku an? Fresse, Kackspast. Ich weiß, du liebst mich. Ganz schön weiter Weg, so. Ja. Irgendwie schon, ne? Meinst du nicht, ist es doch sinniger, einfach zu sterben und in die Instanz neu reinzulaufen? Was sagst du jetzt, wo wir am Ausgang sind? Ey, ganz ehrlich, Vince, du musst an deiner Einstellung arbeiten. Einstellung hier, Einstellung da. Wir sind doch schon da. Genau, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Oder?
Oh, wenn ich jetzt rauslaufe, dann stirbst du. Deswegen bin ich zuerst ausgelaufen. Ja, aber ich hätte ja auch so fies und einfach nicht warten können. hätte Mofa-Kette, ne? Was ist denn Eratres eigentlich für ein Name? Wo kommt der her? Der kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet halt ein Mod. Das glaube ich nicht. Oder dieser Name ist für dich unbedeutend. Nee, ist ja mal eine Aufgabe für die Leute, die dann irgendwie meinen, sich da was rein zu interpretieren. Oder? Was meint ihr? Aha. Das Gute ist, wenn man vorher schon nicht spielen konnte, dass es nicht schlimm ist, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Ist das so? Ja. Wenn man vorher. Aber meinst du nicht, dadurch, dass alles leichter geworden ist, kann man irgendwie mittlerweile, selbst wenn man früher nicht spielen konnte, spielen? Jetzt nicht bedacht, ne? Ich finde ja nicht, dass alles leichter geworden ist. Nicht? Nö. Nee. Die Leute sind immer noch genauso dumm wie früher. Von daher ist Leichtigkeit auch subjektiv. Auch wieder. Komm mal durchs Fenster zum Molten Core. Hat irgendjemand die Prequest nicht? Ich hab sie noch nicht. Braucht man die noch? Oder springe ich jetzt hier in die Lava? Ich hab sie auch nicht. Aber. Ich hab ihn gefragt. Pass auf, ich probier's, ja? Mhm. Ja, man springt in die Lava. You do not meet the requirements to enter the instance. Ja, und nun? Das ist doch Schweinkram. Wo macht man die in da, wo ihr gerade drin wart, ne? Ja. Argel. Machen wir die denn jetzt? Die Attunement-Quest? Was muss man denn da nochmal für tun? Ja, man muss zum Molten Core gehen, durch die Instanz durch halt. Haben wir das denn nicht mal gemacht? Ich glaube, wir haben das nicht mitgemacht. Also erst recht nicht mit dem DK. Glaube ich. Kannst du denn mit, wenn du in eine Gruppe kommst oder im Raid bist, mit dir da reingehen? Oh, warte, wir waren kein Raid. Muss man nicht zum Raid converten, um da reinzukommen? Sehen Sie, ich weiß das nicht. Ah, du, was weißt du eigentlich? Schimpf doch nicht. Außerdem hast du ja Lied, oder? Ja, und? Ich habe ja auch gesagt, das ist, aber convert to Raid. Bau. Dark. Bam! Jetzt sind wir fast so stark wie 25.000 Männer! Nein. Nicht? So, jetzt springt aber wer anders. Ich fühle mich als Ja, okay. Angetäuscht. Hat nicht funktioniert, ne? Nö. Okay. Hattest du eine Fehlermeldung oder hat ADS Barlow wieder nicht drauf geachtet? Da stand irgendwas in Rot. You don't have the requirements oder so. So, jetzt ist die Frage, kann man diese Quest als Raid abschließen? Oder müssen wir jetzt eine Gruppe neu gründen, um diese Quest abzuschließen? Hä? Ich wette, wir können es nicht als Raid abschließen. Bevor wir das jetzt machen und dann nicht abschließen können, würde ich sagen, machen wir doch lieber nochmal eine Gruppe. Ja, ich verstehe. Warum laufen wir jetzt nicht einfach durch die Zack. Instanz? Es gibt eine Option, Convert to Party. Seit wann das? Ja, pass auf, jetzt schreibt irgendjemand in den Comments, die gibt's schon immer seit Vanilla. Nee, die gibt's nicht seit Vanilla. Hundertprozentig gibt's die nicht seit Vanilla. Und wenn, dann käme ich mir total doof vor. Ja, echt. Aber jetzt in diesem Rechtsklick auf dem Party-Leader gibt's da, wo Convert to Raid steht, gibt es jetzt auch Convert to Party. Ey, und jetzt sagt mir bitte einer, dass er es gewusst hat. Und es ist wirklich so.
Ich hab's gewusst. Schweig. Du wolltest schon zum zweiten Mal schwul sagen. Schwein. Aber dann würde uns Homophobie, also dir, unterstellt werden. Nee, ich habe keine Angst vor Schwulen. Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass die Leute einem trotzdem Homophobie unterstellen, wenn man sowas aber sagt. Aber phobisch heißt... Ich weiß, dass das eine Phobie, eine Angst vor Schwulen ist und sie damit oft einfach nur Hass meinen. Just pass the gumbler into the domicile. What the fuck? Ins untere, denke ich mal, ne? Unten sollte er immer weiter sein als so. Twilight Emissary. Okay. Und? Wir müssen zu dieser Schmiede. Da ist Molten Core. Ja, das ist ja gar nicht weit weg. Nee, es ist quasi um die Ecke. Ja. Nur andersrum. Hier lang. Ja, hier lang. Genau. Genau so, nur ganz anders. Hilfe, es greifen mich Viecher. Ja, zieh sie hierher. Komm hierher. Komm hierher. Ja, komm. Krasse 2K DPS. Oh. Okay, so, weiter geht's. Fetter Respekt. Oder so. Weiß nicht warum, aber wo wir gerade über Homophobie und so geredet haben, muss ich bei dem Wort Respekt an dieses Respect, come do it. Frankie goes to Hollywood und das war Relax. Ja, nicht Respect. Weiß, aber... Ich weiß. Glatt gelogen. Wir können abkürzen. Nee. Wir können die Druidenabkürzung nach Molten Core nehmen. Die Druidenabkürzung? Ja, ja. Ihr könnt mich heilen und ich schwimme. Nein, wie man das früher als Druide gemacht hat, hier, wenn man es gesolot hat, dann ist man nämlich bei Incendios, nachdem man den gesolot hat, runtergesprungen und ist von da nach Molten Core rüber. Was? Ja, man kann schwimmen zu Molten Core. Ja, komm, wir machen das. Mir nach, ich folge euch. Mein Gott, er verbrennt mich. Ich wäre gerade beinahe beim Hin- und Herhüpfen schon runtergefallen. Ich habe mir auch gerade vorgestellt, was wäre denn jetzt schon? Und dann wäre Heal Gear vielleicht gar nicht schlecht, ne? Heal Gear? Brauchen wir nicht, ne? Wie viel Schaden macht mir denn die Lava? 200 oder was? Ist das so mickrige Lava? Ist das nicht so heiße Lava wie sonst, oder? Hast du auf Lava laufen? Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Du sollst einfach nur durchhotten. Dann packen wir das auch. Ja, Moment. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ich hab gar kein Heals-Back. Egal. Ist doch scheißegal. Einfach jetzt. Wofür hab ich Schwimmen gestellt? Genau. So, eine Insel nach der nächsten. Yippie! Wenn du willst, dann kann ich dich Burg ziehen. Stark. Burg Schattenfang, oder was? Keine Ahnung, welche Burg. Burg Utgard. Da, wo wir schon drin waren. Diese total ätzende mit den Protonendrachen und so. Schreib zurück, wenn du willst, lass es. Ich kann ihm auch schreiben, oder ich drehe mich um und du schiebst mich. Ich weiß nicht, ziehen. Manchmal glaube ich, du bist eigentlich unfreiwillig komisch. Das ist nicht wahr. Du bist freiwillig komisch. Ach, ja. Ich bin freiwillig unkomisch. So. Lass dir das nicht einreden.
Immer wenn Du bist deine ein Frau, ganz besonderes Kind. immer wenn deine Frau sagt, witzig etwa, witzig, sagst du zu deiner Information, eine Menge Leute halten mich für sehr witzig. Ich war heute mit der bei IKEA. Habe ich schon erzählt? Nie machen. Ich wirklich, nein, ja, ich nein, weiß nein. doch. Ja, jetzt oder wie? Und diese ganzen, da waren ja ganz viele Pärchen. Und ich glaube, manche von denen, die Männer, die sahen so aus wie, oh Gott, was habe ich mir da nur angelacht? Genau, und liegen immer so halb auf dem Wagen auf und dem haben Wagen. um die Schulter noch die gelben Tüten. So, jetzt brauchen wir aber einen Wait. Erstmal so. Ja. Und die gelben Tüten sind ja die, die es beim IKEA drinnen gibt. Und die blauen sind ja die, die du mit rausnehmen darfst. Ja. Alter. Und es ist so eine Qual. Ist deine Frau dann auch so, dass sie durch den ganzen IKEA durchläuft, den Wagen vollpackt und dann vor der Kasse sagt, nee, das ist mir jetzt zu voll, den Wagen irgendwo hinstellt und dann geht? Nee. Ey. Also ich kenne das nur so, dass die Hälfte der Sachen dann nochmal ausgepackt wird und dann sagen, eigentlich brauchen wir es ja doch nicht. Nee. Wo war nochmal der Beistelltisch? Und dann läufst du da 15 Minuten rum und suchst dir diesen Kackriesen. Was musst du eigentlich machen für diese Prequest? Das Core-Fragment looten. Wo ist dein Core-Fragment? Da, wo es blinkt. Dann hast du es schon mal gemacht. Da blinkt oh nichts. Hast du die Quest angenommen? Nein. Warte, ich kann sie nicht sharen. Ich auch nicht. Du Schmatzt. Hätte ich die Quest annehmen müssen? Ernsthaft jetzt? Wir machen jetzt die Pre-Quest. Was sagt ihr das? Ja. Wo denn? Vor Moltenkor bei dem Elf. Der hatte kein Ausrufezeichen. Ja, da weil die Quest niedriglevelig ist. Ich bin doch auch mit drin. Guck doch mal. Ich gehe jetzt rauchen und mir ein Bier holen. Ich bin doch drin hier in Mach jetzt Pause, Molten-Dingens. Hör doch auf zu meckern mit mir. Mach jetzt Paule, Pause. Jetzt Paule. Ja, wir machen Paule. Ich hol mir auch ein Bier und ich gerne rauchen. Oh, Bier. Bis gleich.